Karl Endre im Museum in Bozen. Es ist eine Zusammenarbeit mit dem Museum Kurhaus Kleve, aber die erste Ausstellung in einem Museum in Italien dieses amerikanischen Bildhauers, auch wenn es eigentlich nicht richtig ein Bildhauer ist, denn ich gehe ja jetzt auf dieser Skulptur, die Roaring Forties, die aus Stahlplatten besteht, die eigentlich gar nicht bearbeitet sind. Die kommen so aus der Industrie und sind nicht angeleimt, sind nicht geschweißt. 1958 hört Karl Endre auf, das Holz, die Materialien zu bearbeiten und fügt nur Elemente, einzelne Elemente zusammen. Seine Werke sind, wie auch andere Werke des amerikanischen Minimalismus, als Schnitte in den Raum zu betrachten. Und sie haben auch, er sagt, den Wunsch, irgendwie den Kontext komplett zu verändern und eben auch die Wahrnehmung des Kontextes im Betrachter zu beeinträchtigen. Über seine Skulpturen darf man gehen, um seine Skulpturen darf man sich begeben, denn man soll seine Werke physisch erleben. Es ist eigentlich ganz selbstverständlich, dass Karl Endre Poems gemacht hat. Er kommt ja aus einer sehr literarisch interessierten Familie. Seine Mutter hat geschrieben und es gibt ja berühmte Erzählungen, auch wie seine Mutter ihn geprägt hat, schon in ganz jungen Jahren und auch immer wieder angereizt hat, animiert hat, zu schreiben. Und auch in der Erscheinung ist Karl Endre eigentlich eher ein Dichter, wenn man ihn trifft, als ein bildender Künstler, den Typ, den er verkörpert. Und wenn man sein Werk heute sieht und man sieht diese eigentlich wenig bekannte Poems, die er gemacht hat, die an konkrete Poesie erinnern. Wenn man sich damit beschäftigt, dann fällt es auf, dass sie doch eine innerliche Einheit mit seinem bildnerischen Werk bilden. Die Poems, die er irgendwann in den späten 50er Jahren initiiert hat, waren von ihm aus anonyme Werke. Er hat ja keine Poems gemacht, als er das Konzept endlich gefunden hatte, die individuelle eigene Texte hatten, sondern er hat ganz radikal aus dem Denken der konkreten Poesie heraus auf Bücher, auf Texte zugegriffen. Die hat er nach einer bestimmten Formel auch aufgelöst, zusammengestellt und die dann mit der Schreibmaschine auf Blättern getippt. Und zwar so, dass jede Buchstabe ein eigenes Feld hatte, das immer gleich breit war. Und dadurch hat man, was man später in diesen Plattenarbeiten auf dem Boden sieht, dieses Füllen der Fläche, das Füllen des Blattes mit der Schreibmaschine, da hat er diese Arbeiten vorweggegriffen. Und das ist eine wunderbare Sache. Er hat das dann später noch perfektioniert, indem er Texte willkürlich und auch anonym rausgenommen hat, die zusammengestellt hat. Dann hat er natürlich auch, wie hier in der Ausstellung, Texte wie Flags 1963 genommen, die immer wieder verteilt. Und das ist eigentlich ein recht unbekannter Aspekt seines Werkes. Er hat das ja eine relativ lange Zeit gemacht. Er hat auch in der Zeit jetzt, wo er keine bildhauerischen Arbeiten mehr macht, hat er immer wieder noch mal was geschrieben, keine konkrete Poems mehr, aber es ist ein innerlich mit dem Gesamtwerk verbundener Aspekt seiner Arbeit. Und der wurde erstmals 1993 oder 94 im Kölnischen Kunstverein gezeigt. Damals waren alle Originale, mehr als 600, zu sehen. Aber wesentlicher Bestandteil dieser Blätter ist auch, dass sie vervielfältigt wurden als Xerox-Kopie. Das war ja die große Entdeckung der frühen 60er Jahre und das ist auch ganz wichtig. Die Xerox-Kopie ist billig, die ist anonym und die konnte auch wieder eine sehr eigene Käuferschicht, die mit der Zeit mitging. Thank you.
Das ist für uns das Wichtige an einer Ausstellung von Karl Endre im Jahr 2011, das Jahr, wo es eigentlich die erste virtuelle Kunstmesse gegeben hat. Und hingegen Karl Endre sagt, ich hasse Information, ich will Erfahrung. Dass wir uns auch als Museum so positionieren und sagen, die Kunst muss, soll erfahren werden, soll physisch erfahren werden. Und in diesem Sinne wollten wir zusammen mit Kleve auch verschiedene Arten der Werke von Karl Endre zeigen, die verschiedenen Materialien, die er benutzt, vom Holz bis zum Stahl bis zum Gasbeton. Nicht vergessen auch das Werk aus Dolomitsteinen, das vor dem Museum liegt, unsere Wirbelsäule. Und in dieser Hinsicht auch noch einmal zu zeigen, wie wichtig die Materialien für Karl Endre sind. Und wenn man so über diese Skulptur drüber läuft oder wenn man sich längs der Wirbelsäule bewegt, dann merkt man auch, wie wichtig für ihn es ist, dass man nicht nur die Werke von einem einzigen Blickpunkt, nicht von einer einzigen Perspektive wahrnimmt, sondern die Skulptur als Straße. Und das ist auch die große Freiheit, die Karl Endre dem Betrachter lässt. Seine Werke sind Work in Progress, sie verändern sich und er möchte auch, dass es immer ein neues Erlebnis gibt. Das ist eine Freiheit, ist aber auch eine große Verantwortung, die er dem Besucher lässt. Und deshalb freuen wir uns, dass die Besucher, oder wir wünschen uns, dass die Besucher diese Freiheit, aber auch diese Verantwortung wahrnehmen.